Da sind wir wieder in alter Frische, unbewegt und los geht's. Ni no Kuni, PlayStation 3 mit Dalukot. So, genug gequatscht. Wir müssen immer noch die Prüfung der Freundschaft absolvieren. Deswegen machen wir das auch jetzt eben. Und ja, hier, ich und Esther sind ja jetzt schon so gute Homies nach ein, zwei Mal hier zu Rammen in der Wüste rumlaufen. Da kann man das schon so machen. Oh Gott, aber. Richtig. Aha, jetzt habe ich Oliver erst rüber gemacht. So, und next. Oh, zu weit gelaufen. Bitte lass das jetzt immer noch die dritte sein. Die dritte Stufe. Ja. Okay, der eine geht nach oben, die andere geht nach unten. Das ist ja jetzt super. Ich bin auf Esthers Plattform. Gut, gut. Ich bräuchte jetzt noch einen, der fies einfach den zweiten Stick bedient. Und dann wird das voll professionell aussehen, als wenn ich der Multitasking-Gott wäre. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. Oh, Esther hat einen Linkstrahl. Und da mussten beide gleichzeitig rüber. Tada! Ausgezeichnet, ihr habt die Kraft des Bandes zwischen euch unter Beweis gestellt und die Prüfung der Freundschaft bestanden. Ich überreiche euch hiermit einen Nachweis eures Erfolgs. Du erhältst das Freundschaftszeugnis. Haltet im Angesicht der Entbehrungen, die euch erwarten, stets zusammen und stellt das Vertrauen ineinander über alles andere. Das werden wir. Vielen Dank. Kein Ding, Vogel. Vogelstein. Oh. Dann diesmal nach rechts. Die Prüfung des Scharfsinns. Seid gegrüßt, dies ist die Prüfung des Scharfsinns. Die Lösung dieses Rätsels liegt in den Kräften der Wahrnehmung und der Reflexion. Zeigt mir die Weisheit, auf die eure Art so stolz ist, Kind der Menschen. Okay, ich stelle mich mal hier drauf. Tröpfchen, wie war es noch gleich? Ich wollte dir irgendwas sagen. Und super lustig war es auch. Meistere die auch. Ja, aber hier kann ich nichts drücken. Nochmal runtergehen von der Plattform? Nein, nothing to drück. Deswegen schauen wir uns erstmal um. Wir haben hier eine 12. Aber ich sollte doch eigentlich... Ach so. Ja. Den Drahtzieher casten, wa? Ich kann sie bewegen, aber ich werde sie doch wohl nicht einfach da draufstellen müssen. Na, Moment, 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 Moment. Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes versuchen. Mal schauen. Was uns das bringt. Überall dasselbe Symbol drauf, leider. Ich hätte sie jetzt sortiert nach, pass auf. Sortiert hätte ich sie so. So. Man weiß nur nicht, wann es jetzt drauf ist oder nicht, so das ist drauf. Na, jetzt ist der wieder weg. So, so, so. Jetzt den. Nochmal einrasten. Ja. Und dann den. Komm schon. So hätte ich sortiert. Aber ist das jetzt richtig? Ah, der Salomon hat ein echt komisches Lachen. Und das meine ich nicht positiv. Drahtzieher macht übrigens gestattet, als Zauber ein Start und andere Objekte bewegen, als seien sie vom Leben erwacht.
Also ich finde, so hätte es jetzt nicht schlecht sortiert. Er ist halt so ein... Ah, Moment, Moment. Das sind ja alles unterschiedliche Tiere. Was gibt? Gibt er uns einen Tipp? Ja. Ein Hinweis. Der Drache sieht das Schwert des Krieges, der Vogel im Schild hinhält. Was? Der Drache sieht das Schwert des Krieges, der dem Vogel seinen Schild hinhält. Die Bestie währenddessen blickt zu ihrer Rechten und sieht ein leeres Feld. Oh, wie... Das ist aber geil gemacht. Also die Bestie muss nach rechts. Der Drache sieht das Schwert des Kriegers, der dem Vogel sein Schild hinhält. Alles klar. Drache links, Krieger, der dem Vogel sein Schild hinhält und dann die Bestie. Wie geil ist das denn? Schöner Satz. So. Der Drache sieht erstmal die Bestie, sieht zu ihrer Rechten ein leeres Feld. So. Der Drache sieht dem Krieger sein Schwert, welches dem Schild, dem Vogel hinhält. Es muss nur dieses Einrasten, ist immer blöd. So. Der Drache sieht das Schwert des Kriegers. Drache sieht Schild, Schwert des Kriegers, der dem Vogel sein Schild hinhält. Währenddessen blickt zu ihrer Rechten, die Bestie, währenddessen blickt zu ihrer Rechten und sieht ein leeres Feld. Also so, darf ich jetzt einfach durchgehen? Nein, ist eine noch nicht einge. Der Drache sieht des Kriegers Schwert, der dem Vogel sein Schild hinhält. Die Bestie hingegen sieht zu ihrer Rechten. Ein leeres Feld. Zu ihrer Rechten. Des Besties Rechten. Also turn was nochmal. Turn around now. Alle turn. Turn, turn, turn. Das kann ich ja gar nicht ändern. Das muss ja so sein. So ist richtig. Ha! Prüfung 1 gemeistert. Macht mir jetzt schon unglaublich viel Spaß. Ein weiteres Rätsel. Nein, nein, nein. Erstmal schauen. Das sieht ja aus einfach wie ein Puzzle. Erstmal. Wir schauen es uns erstmal so an. Nein, Drahtzieher. Ich würde ja jetzt schätzen, dass das irgendwo rein muss. Aber wo haben wir denn etwas, was... Hier müsste das... Nee, gar nicht wahr. Wo funktioniert das denn? Kann man die Steine drehen? Es geht, also es ist ein Halbkreis nach oben und... Also ein Halbkreis, ein Kreis nach oben und eine Ecke nach unten. Deswegen dachte ich, dass das hier mit diesen Steinen zu tun hat. So, in dem... Da! Genau da will ich es hinbewegen. Dies hat, sieht hier nach eigentlich aus. So war doch gut. Zack, dahin. Eine Spitze, die nach oben geht. Und dahin passt. Und ein leeres Feld. Ne, mit einem Strich durch. Ein leeres Feld mit einem Strich durch. Nein. Nee. Nee, nee, nee. Warte, aber die anderen sehen doch. Ach, da ist ja noch eins.
Ecke. Eine Ecke, die nach unten geht. Das sieht aus, als wenn es rein muss. Meister, 3D-Bild. Ohne Hinweis. Ah, da sind sie wieder, die Bestien. Puh, ach, das sind diese Begleiterfähigkeiten, aber ich glaube, die kenne ich nicht. Deswegen höre ich mir hier einen Hinweis an, also noch nicht. Der Vogel ist an den an Drachen und Mond geknüpft. Auf einem Stern er sitzt. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern auseinander. Doch ihr eigener Platz ist ungewiss. Der Vogel ist an Drachen und Mond geknüpft. Aber auf einem Stern er sitzt. Also Drache und Mond würde dann bedeuten, ich setze den Typen auf einen der Sterne. Also den Vogel setze ich auf einen Stern. Neben Mond und Drache. Das geht ja dann nur unten, weil da oben ist keine Verbindung. Das heißt, da unten muss... Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Da kümmern wir uns gleich drum. Was? Oh. Was? Oh, jetzt hab ich's. Der Vogel muss auf einen Stern. Und die Linie müssen ihn mit einem Mond und dem Drachen dort verbinden. Das habe ich gerade gemisst. Okay, dann gucken wir uns erstmal das an. Da der obere Stern keine Verbindung hat zu irgendwas anderem, kann ich ihn ja nicht verbinden. Das heißt, der Vogel muss auf diesen Stern. Mit Drache und Mond er verbindet. Das heißt, den Drachen kann ich ja nur da drauf stellen, weil wenn ich ihn auf den Mond setze, ist der Mond ja nicht mehr mit dem Vogel verbunden. Der Krieger, nee, das muss man mal reinhören eben. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Doch ihr eigener Platz ist ungewiss. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Die Bestie bindet. Nein, nein, ach, mit Steuerkreuz. Nein! Den. Bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Scheiße. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander. Ha! Geschafft. Ausgezeichnet! Ihr habt eure... Achso, ist nicht Tröpfchen. Ausgezeichnet! Ihr habt eure Weisheit bewiesen und diese Prüfung des Scharfsinns bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Das Scharfsinnszeugnis erhalten. Halte eure Augen und Ohren stets offen. Das Wissen, das ihr erlangt, wird euch gute Dienste leisten. Mit roher Gewalt kommt man nicht immer weiter. Oft ist das Wort mächtiger als die Tat. Ich verstehe. Vielen Dank. Habt die beiden Tests bestanden? Nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass ihr gute Freunde seid und keinen Stroh im Kopf habt. Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder wirken. Schick. Hey, du hattest nichts damit zu tun, jedenfalls. Oliver, es ist Zeit. Die letzte Prüfung. Worum geht es, Meister Salomon? Ha, das weiß doch jeder. Es ist die Prüfung der Stärke, Hohlkopf. In dieser Prüfung müsst ihr Kampftechniken unter Beweis stellen. Ihr könnt euch denken, was das heißt, oder? Wir müssen gegen jemanden kämpfen, was? Oh, ein ganz schlauer, aber nicht gegen irgendjemanden. Wer dann darf die Mütze bekommen? Oh, aber ich will nicht, dass es hier alles kaputt schlägt. Deswegen habe ich einen speziellen Ausrangsort vorbereitet. Aber egal, ihr braucht sicher erstmal eine Pause, weil ihr so klein und schwach seid. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, euer Ehren.
Und man kann die Kamera in Cutscenes drehen. Wow, wusste ich gar nicht. Sehr cool. Smooth. Dann nehmen wir die Pause doch mit und speichern hier ab. Oh, schön, wie wir die prüfenden Scharfsinns bestanden haben. Das hat irgendwie Spaß gemacht, solche Rätsel. Super geil. So, dann haben wir hier gespeichert und beenden diesen Part von Ni No Kuni. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir gegen Salomon antreten. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.